Von den letzten Nachrichten deprimiert, steckte Thomas nach einem Weiterdrücken wieder auf. Das Schrillen. Ring! Du hast eine neue Nachricht. Und zwar von Knacks. Na, ihr da, Knacks. Dann sind wir ja wohl echt nicht weit auseinander. Bin auch in Mitte. Also, ich bin 21, 1,68 groß, hab, glaube ich, eine normale Figur, also so knapp 60 Kilo, hab dunkelblonde Haare und grüne Augen. Also, ich weiß nicht. Hörst dich ja echt nett an. Aber gleich so treffen? Wo in Mitte bist du denn eigentlich? Knacks. Wir können dich jetzt live verbinden, wenn du die 2 drückst. Und der Person eine. Thomas schwankte kurz, ob er das Live-Gespräch wählen oder wieder nur eine Nachricht schicken sollte, um abzuwarten, was sich mit der ihn eigentlich noch mehr reizenden, heiter lauernden Isabelle ergeben würde. Ach, wer weiß, ob da was rauskommt. Die ist ja auch ganz süß. Und ich hab sie vielleicht gleich so weit. Die Batterie kostet ja auch. Er drückte die 2 und wartete wieder eine Weile in der Schleife mit der Hintergrundmusik und der sich nach einer Weile wiederholenden Ansage, bis endlich die gut gelaunte Stimme verkündete, ihr werdet gleich verbunden und könnt dann live miteinander sprechen. Um das Gespräch zu beenden, drücke die 0. Wieder dieses Blob-Geräusch und dann wieder die Stille. Hallo? Fragte Thomas diesmal etwas sicherer als beim letzten Mal, weil er jetzt schon wusste, was kam. Ja? Diesmal klang die Stimme auf der anderen Seite dafür ein wenig unsicherer. Du hast mir gar nicht gesagt, wie du heißt. Ich bin die Jenny. Hallo Jenny. Hi Thomas. Wo in Mitte bist du denn, Jenny? Zinnowitzer Straße, also da in der Nähe, nicht direkt. Und du? Brunnenstraße, also nicht weit vom Rosenthaler Platz. Da sind wir ja echt nicht aus der Welt. Du bist aber nicht aus Berlin, oder? Du hast so einen Akzent irgendwie. Ja, ich bin erst vor einem halben Jahr nach Berlin gezogen. Ich komme aus Mittelhessen. Hessen? Du klingst gar nicht wie Hessen. Du rollst das R irgendwie. Hessen ist groß. Was woanders in Deutschland immer unter Hessisch verstanden wird, ist Frankfurterisch, Badesalz und Bembelsche und so. Er lachte hörbar und versuchte es charmant zu tun. Und warum bist du nach Berlin gezogen? Es ist gar nicht so leicht zu lesen. Ist zu schnell? Ja. Ach so. Und warum bist du nach Berlin gezogen? Naja, ich wollte in die große Stadt was erleben, nicht in der Provinz versauern. Ein Freund von mir ist gleich mitgekommen. Aha, sagte sie nur. Thomas sagte nichts. Nur nicht zu aufdringlich sein, ganz entspannt wirken, aber zur Sache kommen. Nach ein paar Sekunden fragte sie, und was machst du hier so, arbeiten oder studieren? Arbeiten. Und was? Er überlegte kurz, ob er einfach etwas erfinden sollte. Fand dann aber, bei dem netten Mädchen sei sein Job bestimmt kein Minuspunkt. Außerdem fiel ihm auf die Schnelle nichts Besseres ein, bei dem er dann auch ohne zu zögern Fragen hätte beantworten können. Deshalb sagte er ruhig und selbstbewusst, ich arbeite als persönlicher Assistent für Schwerbehinderte. Dann bist du bestimmt ein ziemlich sozialer Mensch. Naja, sagen wir es mal umgekehrt. Asozial bin ich bestimmt nicht. Er lachte wieder möglichst locker und charmant. Mann, oh Mann, das dauert ja ganz schön lange mit dir. Aber nett ist sie ja schon. Ich glaube, ich könnte sowas nicht. Was machst du denn da so? Alles Mögliche, alles, was die Behinderten wegen ihrer Behinderung nicht machen können. Von Waschen über Hauswirtschaft bis zu Privatkram halt. Was machst du denn so? Ich bin Erzieherin, also noch nicht ganz fertig mit der Ausbildung. Im Kindergarten oder wie? Fragte er mit einem neckischen Unterton. Ja, genau, lachte sie, im Kindergarten. Dann bist du bestimmt auch ein sozialer Mensch, oder? Lachte Thomas ebenfalls und hörte sie auf der anderen Seite auch wieder lachen. Die mag nicht. Die mag meinen Humor, das ist schon mal gut. Ja, wahrscheinlich. 2 soziale Menschen. Du, Jenny, ich find's echt schön, mit dir zu plaudern. Und wir wohnen ja praktisch um die Ecke. Da könnten wir beiden sozialen Menschen ja doch irgendwo in ein nettes Café gehen und uns weiter unterhalten. Das hätte auch noch den Vorteil, dass wir uns sehen könnten, setzte er schalkhaft lächelnd hinzu. Ich weiß nicht, kam es zögerlich und etwas kleinlaut von der anderen Seite. Gebongt. Jetzt war sich Tom,
Jetzt war sich Thomas sicher, dass es klappte, sonst hätte sie Nein gesagt. Er sagte erstmal nichts, machte nur ein unverdächtiges Hm und überließ sie ihrer weiblichen Konfusion. Es ist ja schon ein bisschen spät, oder? Es ist nicht mal 9. Legst du dich Samstagabends immer schon 9 oder halb 10 ins Bett? Nein, aber ich kann doch so nicht rausgehen. Meine Haare. Und angezogen bin ich auch nicht. Du bist nackt, feigste Thomas. Nein, natürlich nicht, du Scherzkeks, lachte sie. Aber ich habe eine Leggings und einen alten Pulli an. Wird mir auch nichts ausmachen, scherzte er weiter. Aber mir, protestierte sie lachend. Kannst dich aber auch umziehen, wenn du magst. Das dauert ja wohl auch keine halbe Stunde, oder? Nee, aber ich muss mir auch noch die Haare waschen und sonst ein bisschen zurecht machen. Und dann noch irgendwo hinkommen. Wie lange brauchst du? Hey, du bist ganz schön frech, ich habe noch gar nicht Ja gesagt, lachte sie wieder. Aber auch nicht Nein, lachte er zurück. Also, ich brauche eine halbe Stunde. Mindestens. Wo willst du dich denn überhaupt treffen? Vielleicht am Tacheles? Da hast du es ja nicht so weit. Wie spät haben wir es jetzt? Kurz vor 9. Vor 20 vor 10 schaffe ich es nicht. Also 20 vor 10 vom Tacheles. Ja. Und wie erkennen wir uns da? Ich glaube, du erkennst mich an den roten Haaren, also kurze rote Haare, 1,80, schwarze Jacke. Ich habe schulterlange dunkelblonde Haare und einen cremefarbenen Trenchcoat an. Da kann ja nichts mehr schief gehen, lächelte Thomas. Bis 20 vor 10 am Tacheles. Bis nachher. Thomas legte auf und sprang von der Spannung glücklich erlöst und der Vorfreude auf das Date euphorisiert in den Flur, legte das Telefon auf die Station und lief, sich dabei schon den Pulli ausziehend, weiter Richtung Bad, um sich schnell noch zu duschen. Hat geklappt, ist ja echt geil, das hat richtig gut geklappt. Kleiner Break. Stelle ich mir irgendwie lustig vor, im Prenzlberg aufzuwachsen, warf Thomas unvermittelt in die längere Gesprächspause, während er in angeregter Entspannung seinen Blick durch den Raum hatte schweifen lassen, immer wieder zwischendurch die neben ihm auf dem Sofa der Bar sitzende Jenny anschauend und mit kribbelndem Vergnügen feststellend, dass sie seinen Blick mit einem warmen Augenlächeln erwiderte. Auch jetzt lächelte sie ihn wieder an und meinte, ja doch, war schon ganz lustig. Ich meine, ich bin in der tiefsten Provinz aufgewachsen, also das war schon auch schön, Natur und so, schmunzelte er in ihre Augen und sie zurück. Aber in so einer spannenden Gegend, ich meine, da war ja echt was los, so um die Wände und du warst da 10. Da in so einer coolen Ecke zu sein, in so einem Alter, da kriegt man ja völlig andere Sachen mit. Er stellte mit wohliger Erregung fest, dass sie bei seinen letzten Worten ein winziges Stück näher an ihn herangerückt war, kaum merklich, ohne einen wahrnehmbaren Druck machen zu müssen. Sie saßen beide leicht schräg nebeneinander, und wenn er jetzt sein linkes Bein ganz leicht auf dem Fußballen federn ließ, berührte er mit seinem linken Knie leicht ihr rechtes, was er auch ganz vorsichtig ein wenig ausprobierte. Sie zog ihres nicht zurück. Er schaute sie wieder an, diesmal etwas länger. Ihre grüngrauen Augen funkelten im rötlichen Kneipenlicht zurück, dann sagte sie, aber dass du deinen Job einfach so geschmissen hast und in eine fremde Stadt gegangen bist, so ohne hier was zu haben, Arbeit, Freunde. Naja, hat doch ganz gut geklappt, gab er grinsend und dabei locker abwinkend zurück. Mittlerweile hatte er sein Knie ganz gegen das ihre gelehnt und genoss diesen ständigen Berührungspunkt. Und ein Freund ist ja auch mitgekommen. Ach ja, stimmt. Fühlt er sich auch so wohl hier? Ach, Bodo, der ist so ein Jammerlappen, schüttelte er den Kopf, halb aus wirklichem Ärger über Bodo, halb aus dem instinktiven Drang, der Frau neben ihm seine eigene besorgte Überlegenheit zu demonstrieren. Ihm tat aber gleich ein wenig leid, so über seinen Freund zu sprechen. Also ich meine, der ist echt ein lieber Kerl und er hat auch echt viel auf dem Kasten auf seine Art, aber er macht irgendwie nichts draus, er kommt nicht aus dem Tee, weißt du? Naja. Du machst dir Sorgen um deinen Freund? Ach, ich will jetzt eigentlich nicht über Bodo sprechen.